Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut und zwar hier in das erste Video aus der Ritual-Liga von Path of Exile. Ja, da ist er, der Wirbelsturm, der Cyclone, den ich jetzt erfolgreich mit Höhen und Tiefen, aber dazu komme ich nachher noch, durch die 10 Akte gebracht habe. Und ich habe mir gedacht, ich hatte ja gesagt, es gibt sowas wie ein Tagebuch, aber das ist echt schwer. Ich weiß nicht, dann im Konzept muss ich wohl noch arbeiten. Jedenfalls bin ich jetzt durch die 10 Akte durch und habe mir gedacht, jetzt gebe ich hier erstmal eine Rückmeldung, wie das so gelaufen ist, wie der sich so gemacht hat, was ich so gut finde, was ich so nicht so gut finde und. Und ich habe mir gedacht, wir sind jetzt, also wie gesagt, durch die 10 Akte durch. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Map an, die wir laufen können. Ich bin jetzt noch in gar keiner Map gewesen. Nehmen wir doch mal die Buchtenkarte. Nehme ich doch die jetzt hier mal als allererstes. Ich bereite die jetzt auch vor. Ich mache die auch gleich golden, weil natürlich, ihr wisst, also wir haben auf der einen Seite ist das eben so, also wir müssten die jetzt mindestens blau machen, um das Bonusziel abzuschließen. Das ist ja bei den Karten so. Ich mache es jetzt gleich golden, weil dann einfach auch mehr Items fallen. Und die wollen wir letztendlich auch haben, mehr oder minder. So, von der Konfiguration, also ich laufe jetzt einfach mal so, ohne irgendwie sonst großartig irgendwas zu verändern. An der Geschichte, das ist jetzt alles aktiviert, da komme ich nachher auch noch drauf. Ich erzähle noch ein bisschen was und dann laufen wir einfach mal die allererste Map. Bin mal gespannt, wie es so läuft, wie wir auch mit dem Boss klarkommen und. Aber ich bin da bisher eigentlich noch ganz guter Dinge. Schauen wir mal. Wie denn das so läuft. Also, ich sag mal, ich hatte so während der Liga, kann man nicht anders sagen, ich hatte so im Prinzip Höhen und Tiefen. Ich hatte phasenweise echt Schwierigkeiten mit dem Kollegen. So, war allerdings nicht die Schuld von dem Kollegen. Ich habe da leider einen kleinen, nicht ganz unerheblichen Fehler bei der Skinnung gemacht, was mir dann natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten eingebracht hat. So, bisher gefällt mir die Liga aber gut. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon alle so gestartet seid. Einige von euch, also gerade die von der Konsole, die warten natürlich jetzt händeringend, dass sie starten dürfen. Aber ich muss sagen, es gefällt mir bisher, gefällt es mir echt gut gegen das, was wir sonst so in der Vergangenheit phasenweise hatten. Was ja natürlich anderen Geschmäckern dann wahrscheinlich auch genau zu Pass gekommen ist. War ja nicht so meins, ne, die letzten Ligen, aber diese hier, Leute, die gefällt mir richtig gut. Ist relativ simpel gehalten. Ich habe jetzt noch gar nicht so viele Rituale mitgemacht am Anfang. Es ist so der Klassiker gewesen. Ich habe am Anfang echt viel rumgespielt mit diesen ganzen Geschichten. Habe mir das angeguckt, habe es gemacht, habe dann festgestellt, dass man doch natürlich wahnsinnig viel Zeit vertut. Vor allen Dingen, weil man im Verlauf der Storyline, gerade bei den Akten, wahnsinnig viel natürlich nach weiteren Ritualen sucht, weil man sie ja alle haben will. Und dieses Suchen dauert natürlich ewig. Das ist so beim Mappen, so wie hier, ist das natürlich schon ein bisschen leichter. So. Schauen wir nochmal. So, beim Cyclone haben wir natürlich immer so ein bisschen so verschiedene Ansatzpunkte für einen Schaden. Also zum einen skaliert er natürlich ein bisschen mit dem physischen Schaden. Dann ist natürlich wie bei vielen anderen Sachen auch die Angriffsgeschwindigkeit nicht ganz unwichtig. Geht ja gut los, würde ich sagen, oder? Geht ja gut los. Was haben wir denn? Wie viel haben wir noch? Ein Ritual haben wir noch über. Es macht auch gar keinen Sinn, im Großen und Ganzen zu gucken. Also es ist jetzt mit den weiteren Ritualen so, dass jetzt hier immer die weiteren Gegenstände tatsächlich freigeschaltet werden. Das heißt also, ich habe so für mich festgestellt, es macht gar keinen Sinn, sich das großartig anzugucken. Man kann höchstens nochmal gucken, wie viele gibt's. Man kann auch jederzeit hier unten auf dieses Ritualfeld klicken. So, nun ist es ja so, dass man diese Punkte ja speichern kann. Das heißt, man kann sie sammeln. Und das hat tatsächlich so ein bisschen so den Vorteil, oder man kann sie nur in diesem Gebiet, in einem Gebiet eben sammeln. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann haben wir ein bisschen das Problem. Na, stirb, stirb! Dann haben wir ein bisschen das Problem, dass die theoretisch verfallen. So stand das ja. Es ist aber nicht schlimm, wenn ihr jetzt diese Map verlasst und ihr geht jetzt mal, weil ihr was weiß ich, Leben generieren wollt oder so, geht ihr wieder zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Das merkt er sich. Das ist später auch. Ich habe das auch im Verlauf der Storyline eben festgestellt. Also man kann durchaus mal zurück
in die Stadt gehen, das ist überhaupt kein Problem. Er speichert das so lange, bis das Gebiet zurückgesetzt wird, dann ist das weg. So, ihr seht schon, ne? Also es geht noch nicht ganz so geschmeidig. Es könnte noch ein bisschen besser laufen. Ich erkläre euch nachher auch, woran es liegt. So, hier haben wir das letzte Ritual. Ich bin mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob, also ich glaube ja mittlerweile, dass man im Prinzip die Geister, die man hier tötet, schon, oder dass man sie wiederbelebt, dass das auch der Grund ist, warum so ein Feld zum Beispiel nicht aufgeht, bevor man nicht eine bestimmte Anzahl an Gegnern erledigt hat. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser Kreis hier vielleicht, ob man die Gegner in diesem Kreis erledigen muss und wie denn das so ist, ob man mehr Punkte bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel andere Gegner noch hierher lockt. Also könnt ja theoretisch noch andere Gegner hierher ziehen. Das wäre dann vielleicht noch ganz interessant. So, ist aber jetzt schon wieder ganz geschmeidig. Also es gab Momente, da dachte ich, komm, ich lösche den. Ich mach was anderes. Aber wie gesagt, war ein Fehler meinerseits. Den erkläre ich nachher auch noch. So, hier zieht er sich natürlich schon mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Schwupp, das war's. Wollen wir mal gucken, was wir Schönes kriegen. Ich hoffe ja mal, wir kriegen was Schönes. Das nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mal mit. Also noch sammle ich ja fleißig ein, ne? Noch sammle ich fleißig. So, was haben wir denn da Schönes? Sowas, da kann ja mal was richtig Tolles drin sein. Den nehmen wir einfach mal mit. Schwupp. Was haben wir hier? Brauche ich das? Nee, Stäbe brauche ich nicht. Stäbe habe ich immer noch nicht. Rüstung gar nicht so schlecht, aber jetzt zum Beispiel gar kein Leben drauf, das ist ein bisschen schade. Da ist auch nicht unbedingt was drauf, also meistens ist es so, dass ich mir hier tatsächlich uralte Scherbe kann ich ja mal mitnehmen. Weiß ich, brauche ich die? Ne, die brauche ich glaube ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Das könnte ich mal mitnehmen, gibt nochmal eine Chaos-Sphäre. Düdegegen brauche ich glaube ich nicht unbedingt. Dann nehmen wir die Splitter nochmal mit. Komm, und dann ist glaube ich hier, also ich nehme, ist alles weg, nichts mehr mitzunehmen. Ne, und vorbei. Ist auch nicht mehr viel Tribut über. So, man kann auch tatsächlich hier Gegenstände aufbewahren. Also wenn man draufklickt, kann man das aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den her. Also wenn ich den beim nächsten Mal nicht nehme, ist es auch wieder weg. Und sage jetzt einfach mal bestätigen. Und da kann ich im Prinzip sehen, das kostet ein paar Tribut, die ich da eben investieren muss. So, und jetzt würde das beim nächsten Mal würde das wieder auftauchen. Also er merkt sich das jetzt. Und dann taucht also diese Belohnung. Ups, das wollte ich gar nicht. Den wollte ich. Ich wollte eigentlich gern die Truhe. Die Truhe. So, naja, immerhin. Ne? Besser als nichts. Oh, was haben wir da Schönes? So, was mir nicht so ganz gefällt, ist jetzt hier die Gesichter. Also ich sag mal, das gefällt mir alles, dass man es auch machen kann und so. Alles gut, alles schön. Was ich ein bisschen blöd finde, dass sie das noch nicht geändert haben. Also sie geht ja immer noch nicht in die Truhe. Das heißt, man hat die jetzt, wenn man es nicht machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, hat man die jetzt im Inventar und dann wird das Inventar, also wenn man sie dann aufsammelt, ja, wenn man sie, man kann ja so schwer liegen lassen, was soll ich machen? So, ihr könnt aber sehen, also der läuft jetzt auch relativ stabil, also mein Lebenswert, der passt, ne, also dass ich krieg gar nicht so viel auf die Mütze, hier jetzt, und es ist wie gesagt jetzt die erste Map, ich bin jetzt gerade Stufe 69, das passt, also ich glaube ein oder zwei Stufen später als sonst, der Fall. Ah, da ist noch einer. So, das war's. Ah, schön, nichts drin, wie immer. So, also würde man sagen, die läuft. Er könnte noch ein bisschen schneller sein, ne? Also ich sag mal, auch das ist so ein Bereich, aber ich denke, das kommt auch alles noch. Also ich habe ja momentan, das ist noch 0815 Equipment. Also hier ist jetzt auch im Großen und Ganzen noch nichts wirklich Highlight-mäßiges dabei, von dem ich jetzt sagen würde, also das macht ihn jetzt besonders schnell schon oder irgendwie, also ich sag mal, da müssen wir wirklich vom Equipment noch ein bisschen was machen. So, aber den ersten Boss haben wir, erste Boss-Karte haben wir jetzt auch abgeschlossen, also ihr seht schon, im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich nicht beklagen. So viel haben wir noch, ein paar Monster haben wir noch, die nehmen wir natürlich gerne mit. Wir sind ja auch noch so ein bisschen so in dem Bereich, dass wir die natürlich, dass wir noch alles brauchen können und dass wir auch vor allen Dingen Erfahrungspunkte stufenmäßig. Oh, sehr schön. So, ah, die können wir auch mal mitnehmen. So, die kann man ja später eintauschen, auch wenn man sie alle nicht braucht. Mal gucken, irgendwann ist es auch voll, ne? Ist wahrscheinlich schon voll, oder? Ja, was soll ich sagen? So,
So, hier sind noch 29 Monster über. Das ist nicht ganz. Guck mal, das ist schon mal 10. Über den Daumen. Dann gehen wir da nochmal rein. Ob denn hier noch vielleicht was Schönes fällt. Oh! Was war das? Au! Aber voll erwischt. Da habe ich ein bisschen geschlafen gerade, ne? Oder? So, jetzt muss ich natürlich alles wieder aktivieren. So, wollen wir mal gucken, was war denn das? Fesseln der Zeit. Okay, das ist schade, da darf ich nicht rein. Alles, also das ist das Einzige, was den echt wirklich, echt fies gefährlich, dem wirklich gefährlich wird. Ist natürlich klar, erstes Video, und da muss es natürlich drin sein. Danke, Path of Exile. Das natürlich, also wenn der langsam wird, dann ist der Schaden echt fies, dann wird es echt problematisch, weil wir nicht genug Schaden austeilen können. So, da oben ist noch was. Gut, dass ich gerade einen Stufenanstieg hatte, dann ist es nicht so ganz dramatisch, ne? Verliert man keine Erfahrungspunkte. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ich verkaufe mal schnell ein bisschen was. Also den ganzen Kram, den wir nicht unbedingt brauchen. Und dann erzähle ich mal was. Ja, die können definitiv weg. Da ist nichts wirklich Brauchbares drin. So, da wollen wir mal gucken. Ich glaube zwar... Nee, da geht das nicht. Sollen wir mal gucken, was ist das für eine? Ja, natürlich Hoffnung. Also es gibt ja ein paar, die da auch echt wertvoll sind, ne? Deswegen ist sowas eigentlich immer ganz interessant. So, das geht. So, das ist das, was ich meinte, ne? Also das hätten sie noch irgendwie machen können müssen, finde ich. Aber nö, Mann. So, Gemqualität, die sammle ich ja auch. So, was haben wir noch? Dann haben wir, dann kann das schon mal weg. So, da haben wir eine Karte, eine Hafenkarte. Die dürfte ich... Oh, guck mal, die darf ich noch gar nicht haben. Also das ist auch schon ganz gut. Das war schon mal ganz gut. Und dann haben wir noch hier die Flaschenqualität. Wer geht denn da rein? Der und der. So, da irgendwas Brauchbares drin? Ne, kann man eigentlich mal so verkaufen. Hallo. Die verkaufen wir jetzt einfach mal. Komm, die hau ich jetzt auch mal weg. So. Gut. Also soweit, so gut. Also das ist er jetzt, so wie er ist. Und ihr könnt jetzt schon sehen, also was wir jetzt hier gemacht haben, das ist tatsächlich mit einem Feeling passiert. Nun ist das so, dass wir diesen Wirbelsturm, den kriegen wir erst in Akt 3. Also das heißt, ich musste vorher mal gucken, Akt 1 bis Akt 3, wie schlage ich mich da durch. Also es ist, wie ich das angekündigt hatte, es ist ein Duellant geworden. Und ich habe mich dann von Akt 1 bis Akt 3 habe ich mich letztlich mit dem Schmetterhieb durchgeschlagen. Hier ist das Ganze mal. Also ist mal bis Ende Akt 3 und das erste Labyrinth habe ich damit auch bestritten. Ich habe erst perforieren, das war so das erste, was ich irgendwie kriegen konnte. Das habe ich aber relativ schnell dann gegen den Schmetterhieb ausgetauscht, habe das mit physischem Nahkampfschaden verbunden, Unbarmherzigkeit rein, schnellere Angriffe und damit habe ich mich dann auch relativ gut durch die Akte schlagen können. Ich habe einen Ahnenbeschützer mit reingenommen. Ich habe erst mit dem Spurt angefangen als Bewegungsdings, um ein bisschen schneller zu sein. Später dann auf den Sprunghieb umgebaut. Den habe ich dann mit Verstärken und mit schnellere Angriffe verbunden. So, dann habe ich noch ein paar Auren, also Vitalität. Vitalität habe ich tatsächlich gemacht, weil ich noch keinen großartigen Lebensraub hatte. Und da war das eben ganz vorteilhaft, weil Vitalität ist ja hier so eine Aura, die mir quasi Leben pro Sekunde wiedergibt. Das war ganz praktisch, weil wir ja als Nahkämpfer auch echt nah ran müssen. Das heißt, ich habe auch öfter mal auf die Mütze gekriegt, aber gar keine Probleme durch Vitalität. Da ich auch noch keine anderen großartigen Auren hatte, die irgendwie Mana reservieren, war das überhaupt kein Problem. Vor allen Dingen ist ja die Mana-Reservierung ist auch nicht so groß. Also der reserviert jetzt hier 63 Mana. Ich habe den zwar noch ein bisschen höher geskillt im ersten Anlauf und dann hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Also so viel Schaden, also wenn ich Schaden gekriegt habe, war das auch relativ schnell wieder da. Ich habe dann Blut und Sand und Fleisch und Stein. Das ist ja diese Geschichte. Wenn man die, muss man eben auch aktivieren. Die reservieren eben Mana. Das sind ja verschiedene Dinge, die miteinander wirken. Und wenn ich die eben, ich klicke da mal ganz kurz rein, wenn ich die jetzt hier eben mal austausche, also ich habe ja hier hinten die zweite, also hier habe ich ja Blut und Sand und da Fleisch und Stein. Und wenn ich das eben hier umstelle, ist es da hinten auch automatisch umgestellt. Also das funktioniert ja miteinander und hat ja bestimmte Vorteile. Steht ja in der Beschreibung auch drin, was es für Vorteile hat. Also beim einen machen wir mehr Schaden, beim anderen haben wir einen größeren Wirkungsbereich. So solche Geschichten eben, das ist natürlich hier für den Wirbelsturm eigentlich auch ganz interessant gewesen. Dann habe ich erst mit dem Kriegsbanner angefangen und dann später tatsächlich aufs Todesbanner umgewechselt. Das Todesbanner, das haben wir im Prinzip, haben wir das hier. Das ist das Todesbanner, weil das im Prinzip einfach dafür sorgt, dass wir eine größere Chance haben,
Gegner aufzuspießen. Also wir arbeiten hier an der Stelle schon ein bisschen mit Aufspießen auch. Also das mal so von der Grundkonstellation, die ich dann tatsächlich bis Akt 3 benutzt habe. Und mein Fertigkeitsbaum, der sah im Prinzip so aus, ich ziehe den auch mal hier rüber, der sah im Prinzip so aus Ende Akt 3. Also das sind so die Wege, die ich so im Großen und Ganzen gegangen bin. Das heißt, ein bisschen Schaden. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden und das ist ein bisschen experimentell und ich glaube, da ist auch mein Fehler ein bisschen raus entstanden. Ich habe mich im Gegensatz normalerweise mit dem Wirbelsturm entweder mit zwei Einhandwaffen gespielt, klassisch, das heißt also zwei Schwerter gerne, oder aber er wird mit einer Zweihandachse gespielt und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, wie gesagt, sehr experimentell, mit dem Schild mal zu arbeiten und mit einer Einhandaxt, um einfach nochmal ein bisschen zusätzlich Defensive reinzukriegen. Das heißt also, ich versuche jetzt so ein Mix-Ding. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal was vom Max Block Wirbelsturm oder Cyclone gehört hat. Der basiert ja auf der Aszendenz des Gladiators und da wird sehr viel auf die Verteidigungswerte Wert gelegt und ich habe irgendwo kürzlich gehört, dass man im späteren Endgame wahnsinnig hohes Invest hat, weil der zwar sehr gut blockt, also Schaden abwehrt, aber umgekehrt der Schaden, den er austeilt, nicht so großartig ist. Ich habe mich jetzt hier für die Aszendenz des Schlechtes entschieden. Das hat auch einen ganz speziellen Grund. Ich zeige euch jetzt mal den Fertigkeitsbaum. Den machen wir mal weg. Ich zeige euch jetzt mal den Fertigkeitsbaum, wie der jetzt gerade aussieht. Das ist so der Fertigkeitsbaum. Und ich habe mich hier für den Schlechter entschieden. Und zwar, Hauptgrund war jetzt für mich jetzt tatsächlich zu sagen, ich möchte keinen reflektierten physischen Schaden erleiden. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nur physischen Schaden mache. Tatsächlich also keine Waffen, die noch irgendwie zusätzlich irgendwie einen anderen Schaden bringen. Einfach so ein bisschen so mit dem Hintergrund, dass ich jede Map, also ich muss keine Angst haben, reflektierender Schaden, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Ich muss mich eben nur fesseln der Zeit. Deswegen tödlich. Liegt ein bisschen daran, weil der Schaden beim Wirbelsturm kommt eigentlich so so aus drei Geschichten heraus. Das eine ist letztendlich, na ganz klar, der physische Schaden, den wir ja machen. Das zweite ist die Angriffsgeschwindigkeit, wie das bei anderen Fertigkeiten auch ist. Aber als drittes ist es ja eigentlich Bewegungszauber. Das heißt, ihr kriegt zusätzlichen Schaden über Bewegungszauber. Das heißt, je mehr Bewegungsgeschwindigkeit, je mehr Bewegungsgeschwindigkeit ihr habt, umso schneller dreht er sich und umso öfter attackiert ihr, also macht ihr über diesen Weg eben auch noch mehr Schaden. Und deswegen ist natürlich Fesseln der Zeit absolut tödlich, weil uns das verlangsamt. Und dann wird der Schaden nicht nur normal, nein, er wird sogar noch richtig viel weniger. Und das ist so eine leichte Problematik. Also wie gesagt, ich habe mich hier auch jetzt mit diesem Vierling im Prinzip mehr oder minder durchgeschlagen. Das heißt, ich habe jetzt hier Wirbelsturm drin, ich habe Aufspießen drin, Brutalität und physischen Nahkampfschaden. Sehr gut ist, wenn wir noch Verstärken mit drin haben. Bei Verstärken ist das aber so, und dafür gehen wir jetzt einmal ganz kurz in die Map, das habe ich ein bisschen anders gelöst, übergangsweise. Also das muss in diese 6er-Konstellation unbedingt noch mit rein. Das habe ich jetzt ein bisschen anders gelöst. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin. Ja, nehmen wir ruhig mal den Leuchtturm, spielt keine Rolle. Das habe ich so gelöst, dass ich den Sprunghieb mit Verstärken, also Unterstützung verstärken, das soll hier in diese Konstellation mit rein, habe ich einfach in den Sprunghieb, oh, da ist er, in den Sprunghieb, mit dem Sprunghieb verbunden. Der Sprunghieb selber ist auch ein Angriff und dieses Verstärken wird bei einem Angriff ausgelöst. Das heißt, wenn ich jetzt die Gegner anspringe, dann bekomme ich eben dieses Verstärken. So, das seht ihr, dieses Verstärken wird ja hier symbolisiert. Der Haken ist eben, irgendwann ist das natürlich weg und ich muss dann immer die Gegner wieder anspringen. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, so mitten in so einem Gefecht. Und da muss ich wieder Gegner anspringen. Also ein bisschen hakelig, gerade wenn es bei den Endbossen mal ein bisschen länger dauert, müsste man den ständig immer mal wieder springen. Und das ist irgendwie ein bisschen doof. Das klappt nachher auch nicht. Deswegen muss das gerne mit in diese Konstellation mit rein. Man könnte das auch so machen, aber da muss man natürlich schon sehr händisch sein. Dafür könnte man wieder noch eine andere Schadensgamme in diese 6er-Verbindung dann machen. Aber klassisch, und ich habe gesehen, also ich habe mir ein paar andere Builds habe ich mir auch noch mit angeguckt und hier natürlich, wie gesagt, so ein bisschen experimentell. Das ist so ein Ding, so aus verschiedenen Builds zusammengesucht. Habe da gesehen, dass also wirklich viele letztlich auch dann mit dem Verstärken so in der Konstellation arbeiten. Oder nicht viele eigentlich, ich glaube alle, ich glaube, ich habe keinen gesehen, der es nicht macht. Also denke ich mal, dass sich das auf Dauer auch so bewährt. Nachträglich kann ich es noch wieder ändern. Also das muss dann noch raus. So, in der Konstellation
aktuell, so wie ihr das jetzt gesehen habt auf den Maps, ist das im Prinzip so, dass ich den Wirbelsturm eben mit aufspießenden Füßen, Nahkampf und Brutalität, das hatten wir eben schon, habe. Ich habe den Sprunghieb eben mit Verstärken und mit schnellere Angriffe gekoppelt. Schnellere Angriffe, wenn ihr jetzt schnellere Angriffe hier nicht drin habt, dann wird das mit diesem Ding echt langsam, ja. Also ihr könnt das jetzt mal sehen. So, und wenn ich den jetzt hier mal rausnehme, kann ich ruhig mal machen, dann stellt ihr schon fest, er hüpft dann ein bisschen langsamer. Wir wollen ja natürlich gerne bei so einem Bewegungszauber, dass das Ganze auch ein bisschen schneller geht. Deswegen darf das gerne da drin sein. Das Spannende ist eben, das ist ein Angriff, ja, gilt also nicht nur als Bewegung, sondern eben auch als Angriff. Und das sorgt eben dafür, dass wir einen besseren Angriff haben. Dann habe ich den Ahnenkriegshäuptling habe ich drin. Jetzt, den habe ich mit Verstümmeln zusätzlich im Feuerschaden. Also auch diese Konstellation wird sich noch ändern. Also hier kommt ja noch, wie gesagt, noch zwei dazu. Und zwar ist zurzeit die Überlegung, hier im Prinzip also das Verstärken mit reinzunehmen in diese Konstellation. Und dann werde ich konzentriertes Kanalisieren wahrscheinlich reinnehmen. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich konzentriertes Kanalisieren damit reinnehme, was aber wahrscheinlich so aussieht. Oder ob ich Pulverisieren damit reinnehme. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass wir hier tatsächlich darauf hingehen werden. Weil das im Prinzip, also es sorgt eben auch für mehr Schaden auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich da den ganz großen Vorteil, dass ich eben noch ein bisschen weniger Schaden einstecke. Bin mir aber, wie gesagt, noch nicht sicher. Pulverisieren würde mir eben sehr gut gefallen, weil wir auch noch einen vergrößerten Wirkungsbereich haben. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen experimentieren. Vielleicht fange ich damit an und stelle dann unter Umständen dahin um. Oder ich fange damit an und stelle dahin mal testweise um. Also ich sag mal, wenn ich jetzt mal von Path of Building ausgehe, wäre das hier definitiv die bessere Wahl. Aber ich habe eben doch gesehen, dass viele, wahrscheinlich aufgrund des Schadens, der wird ja nicht unbedingt dann zugrunde gelegt, wobei ich natürlich jetzt von der Defensive anders rangehe. Also ich bin auch hin und her gerissen. Vielleicht fange ich doch erst mit Pulverisieren an. Ja, wahrscheinlich fange ich doch erst mit Pulverisieren an. So, dann habe ich jetzt zur Zeit habe ich die Klarheit drin. Klarheit sorgt eben dafür, dass ich hier an der Stelle einfach Mana regeneriere, weil wir natürlich schon ein bisschen Mana auch brauchen. Und weil das hier, das seht ihr schon, und wenn ich das eben deaktiviere und ich jetzt hier, was weiß ich, viel rumrassel, dann ist irgendwann das Mana leer. Ich habe jetzt im Fertigkeitsbaum kein Mana-Raub drin, deswegen muss ich das irgendwie anders kompensieren und habe das jetzt hier einfach erstmal über die Klarheit da an der Stelle gelöst und das funktioniert für mich ganz gut. Vitalität, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Blut und Sonnenfleisch haben wir auch, Todesbanner ist jetzt mit drin, Stolz ist noch nicht mit drin oder ist schon mit drin, habe ich tatsächlich schon mit reingesetzt, aber nur zum Leveln. Stolz braucht 50% Mana-Reservierung, sorgt dann dafür, ich muss direkt mal gucken, wo haben wir das, wo habe ich es versteckt, irgendwo habe ich es doch versteckt, wenn es hier mit drin ist, Todesbanner, Fleisch und Stolz da. Er sorgt dafür, dass die Gegner mindestens 18% mehr physischen Schaden bis hoch zu 37 bekommen, wenn sie bis zur Physik in der Aura bleiben. Das wird ja wahrscheinlich auf die einen oder anderen Bosse eben zutreffen, befürchte ich. Und deswegen soll Stolz eigentlich früher oder später mit rein. Ich muss bloß mal gucken, wie ich das Ganze aufbaue, was ich dann unter Umständen weglasse. Und ich muss dann erstmal das Problem lösen, dass ich kein Mana mehr verbrauche. Es gibt ja Dringe, die Mana-Kosten senken, also minus 3 Mana. Und ich glaube, ich brauche minus 6. Und wenn ich auf minus 6 komme, braucht der Wirbelsturm kein Mana mehr. Das wäre natürlich ideal. Dann hätte ich auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten und könnte das ohne Probleme hier einsetzen. Müsste dann mal gucken, ob das dann noch, ob ich dann vielleicht noch irgendwas weglassen muss oder ob ich das so nehmen kann. In dem Bild, den ich euch im letzten Video gezeigt hatte, den ich ja mal gespielt habe, da ist ja tatsächlich so gewesen, habe ich den Gladiator ja eingesetzt. Der Gladiator hat ja da auch diverse Vorteile, was das, da habe ich nicht den Gladiator, da habe ich einen Streiter genommen, der da auch diverse Vorteile hatte und ich glaube, der hatte unter anderem den Vorteil, dass die Banner-Geschichte, dass die eben kein Mana reserviert, da ging das wunderbar dann, da konnte ich wirklich alles reinknallen. Ich denke mal, dass ich hier in dieser Konstellation unter Umständen auf irgendwas verzichten muss, das muss man sich dann mal anschauen. So, und das ist jetzt der Fertigkeitsbaum, den ich da jetzt habe. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe ein bisschen das Problem gehabt. Also ich bin dann nach Akt 3, habe ich dann umgestellt.
Ich wollte ja einen Wirbelsturm machen. Ich habe auch gar nicht lange gewartet. Also Anfang Akt 4 habe ich quasi umgestellt. Und es ging dann auch. Akt 4, Akt 5 wurde das schon manchmal ein bisschen schleppend. Akt 6 dann auch. Dann habe ich festgestellt, also ich muss schon immer gucken, dass ich bei den Waffen immer schaue, dass ich immer eine bessere Waffe habe. Ja, da muss ich echt drauf gucken. Also das ist da nichts. Also ihr kennt mich, also die hier schon länger gucken, die wissen, ich mache gerne was reinpacken und dann laufe ich ein bisschen durch, nur noch so einer Gem-Konstellation nochmal auf die Fassung achten, schauen, ob da vielleicht mehr Leben und Widerstand drauf sind, gut ist und ansonsten läuft. Tatsächlich muss man bei den Waffen immer von Zeit zu Zeit, muss man diese Axt in dieser Variante definitiv immer mal austauschen und in den anderen Varianten auch, weil man sonst feststellt, dass man irgendwann plötzlich keinen großen Schaden mehr macht und dann wird das Ganze auch echt zäh. Also ich habe da Momente gehabt, wo ich gedacht habe, will denn dieser Boss einfach nicht sterben? Ja, schon Krampf im Finger vom Wirbeln und der wollte nicht sterben. So, und dann habe ich dann weitergemacht und Akt 8, Akt 9 so, da war es eine problematische. Akt 9 war so der schlimmste. Ich kriegte die Gegner einfach nicht platt. Also die normalen Gegner schon, das war kein Problem. Aber die Bosse, die waren kaum zu knacken. Also, und ich hatte echt geguckt, ich hatte physischen Schaden, ich hatte es auf den Ringen drauf. Die Axt, die war recht gut. Und trotzdem, und ich war echt am Verzweifeln und da hier mal ein Dank an Silvester auch, mit dem hatte ich ein bisschen geschrieben an dem Abend und der brachte mich, der hat spielt Cyclone Zweihandaxt und ich dachte, das geht nicht, also es muss an diesem Bild liegen, es geht nicht mit der Zweihandaxt und ich habe mir dann sein Bild mal reingeladen in Path of Building und mein Bild und habe dann festgestellt, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe diesen Punkt nicht aktiviert. Resolute Technik. Gegner können euren Treffer nicht ausweichen, jetzt hier keine kritischen Treffer. So, den hatte ich nicht ausgewählt und das war das große Problem. Dadurch habe ich die Gegner ständig nicht getroffen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, keinen Schaden zu verursachen. Das war der Fehler. Ich habe das im Path of Building dann durchkalkuliert. Also ich habe das aktiviert hier. Ich habe im Prinzip dann die Axt gelassen, ich habe noch ein paar andere, ich habe noch ein bisschen was umgebaut, also ich hatte aus lauter Verzweiflung in Akt 9, ich hatte noch Bluten mit reingenommen, ich habe das jetzt auch drinnen gelassen, also wir machen zusätzlich zu dem normalen Schaden, machen wir noch Blutungsschaden und wir spießen auch noch auf und das ist natürlich eine Geschichte, wirklich interessant, also für die normalen Mobs ist das noch gar nicht so interessant, für die Bosse dann schon und als wenn es ein anderer Schaden wäre, also ich habe sonst an der Gem-Konstellation, an den Items nichts geändert, wirklich nur mini bisschen an den, also ich habe das eben aktiviert, ich habe noch ein ganz kleines Mini-Bisschen hier in diesem Bereich bei den Fertigkeitspunkten geändert, also auch da nichts Wesentliches. Ich habe irgendwo ein bisschen Blutungsschaden wieder rausgenommen und dafür woanders noch ein bisschen Aufspielschaden und ein bisschen Leben mit reingemacht. Also auch keine wirklich großen Veränderungen und ab da lief das wieder. Also überhaupt ohne Probleme mit dem Vierling, mit der Einhandachse, die ich jetzt drin habe. Und ihr seht, also das sind auch keine Superwaffen jetzt hier. Also da ist jetzt nicht viel drauf. 117 hat die hier an Schaden. Der physische Schaden, das ist so der interessante. Ich habe hier jetzt auch nicht super viel Leben drauf. Na, ihr seht das jetzt, 3744. Hier sind jetzt, da zum Beispiel ist gar kein Leben drauf, wenn ich das mal sehe. Hier ist jetzt mittlerweile ein bisschen Leben drauf. Den habe ich in Akt 10 gefunden. Hier habe ich, und das hat mir nachher nochmal einen Boost gegeben, aber auch erst in Akt 10 später, dass ich hier Schuhe gefunden habe mit 30% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist dann schon nochmal auch nochmal ein Unterschied gewesen, aber das ist tatsächlich gewesen. Also es hing tatsächlich an diesem ein Punkt. Und wenn man sich die Offensive, oder wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ich weiß nicht, man kann das hier irgendwo sehen, ich will jetzt hier den Wirbelsturm mal aussuchen. Also wenn man da jetzt einfach mal guckt, offensiv, ich habe eine Trefferchance von 100% und gegen ausweichende Monster auch von 100%. Und wenn ich jetzt mal sage, ich mache jetzt einfach mal Punkte korrigieren. Ich korrigiere das jetzt einfach mal hier raus. So, machen wir mal korrigieren. Und dann seht ihr schon, plötzlich ist die Trefferchance nur noch auf 83 und die war dann damals noch auf knapp ein bisschen über 70 und dann Trefferchance gegen ausweichende Monster, die war dann tatsächlich sogar unter 70% und deswegen habe ich natürlich, sind diverse Schläge einfach ins Leere gegangen und wenn man plötzlich Einbußen hat, also 30% des Schadens über den Daumen findet nicht statt, dann ist das natürlich schon irgendwie fatal. Ja, ich sag mal, wo will ich hin? Also ich möchte das gerne so beibehalten. Ihr könnt jetzt auch sehen hier, ich habe jetzt hier, wenn wir da mal gucken, wir gucken uns einfach mal Defensivwerte an. Ich habe jetzt hier momentan Chance auf Blocken von Angriffsschaden, habe ich jetzt 27% hier. Ich habe, genau, also das heißt, also ich kann jetzt hier Angriffsschaden, kann ich eben blocken. Das ist so ein bisschen
Zum einen durch das Schild jetzt natürlich auch. Also durch das Schild. Ich habe jetzt hier 24% diesen Angriffsschaden eben zu blocken. Ich habe durch das Schild, ich kann das mal rausnehmen ganz kurz. Ich nehme das mal ganz kurz hier weg. Hoffentlich passiert da nichts Schlimmes. So, dann habe ich eben gar keine Blockchance mehr. Und ich habe diese Blockchance eben noch ein bisschen erhöht durch den Fertigkeitsbaum. Also hier gibt es so diverse Punkte, also hier, wo wir die Blockchance noch ein bisschen erhöhen. Und ich will da tatsächlich auch noch weiter ran. Also ich will auch die Blockchance noch weiter ausbauen. Und ich habe mir hier einfach mal, das ist mal so die Path of Building Geschichte. Ich hatte da jetzt eben auch tatsächlich mal dran so ein bisschen rumgebastelt. Und ich habe den Fertigkeitsbaum mal so gebaut, wie ich den am Ende mal so von der Grundidee jetzt erstmal so gerne haben möchte. Und ich habe eben hier noch diverse Blockchancen erhöht und dann komme ich tatsächlich hier gesamt auf eine Blockchance von 42% und damit hoffe ich natürlich, dass ich den einen oder anderen Schlag von irgendwelchen Endbossen dann nicht kassiere. Und da sind jetzt noch keine Fortify-Geschichten drin. Also wir haben natürlich hier Fortify, also Verstärken-Geschichten, der auch noch dafür sorgt, dass uns nicht jeder Treffer erreicht. Das sind alles so Sachen, die sind zum Teil hier noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, auch hier baue ich jetzt mal tatsächlich mal ein bisschen mehr Defensive auf, als das so klassisch wäre. Normalerweise, man guckt ja immer, und ich mache das ja selber auch gerne, vor allen Dingen, wenn es noch läuft, weil in Akt oder am Anfang des Atlas läuft das ja auch noch wunderbar, dass der echt läuft und läuft und läuft und läuft. Man hat eigentlich ja keine großen Probleme. Man skaliert immer den Schaden irgendwann hoch und plötzlich so in den höheren Maps stellt man fest, also man kann am Schaden nicht mehr viel machen und dann stirbt man einfach, weil man die Gegner nicht platt kriegt. Das ist ja eigentlich so das allergrößte Problem. Man kriegt die Gegner nicht platt, man kriegt das Leben nicht höher und dann haben die genug Zeit, einen quasi ausbluten zu lassen. Also ich sag mal, das ist jetzt so ein bisschen so die Überlegung, wie ich sie machen möchte. Hier möchte ich gerne, also irgendwann, wenn das Problem passiert, also ich möchte gerne auf Rüstungsschutz gehen und wenn das Problem passiert, dass ich ständig betäubt werde, das kann man umgehen mit diesem Punkt hier oben, dann hat man aber, man kann aber nicht mehr ausweichen. Da ich aber selber kein Ausweichen dann mehr auf der Rüstung haben werde oder minimal, dass das nicht mehr der Rede wert ist, spielt das überhaupt gar keinen Grund. Also ich habe so in dieser Konstellation, wenn ich den jetzt hier mal wegnehme, habe ich hier eine Ausweichchance. Ich glaube, die liegt bei 8% da. Ich habe eine Chance von 8% da auszuweichen. So, und wenn ich das jetzt eben aktiviere, sind die 8% weg. Ich glaube, die machen den Kohl dann am Ende auch nicht fett. Der Schaden hier, da ist jetzt hier, also das ist jetzt mit dem 0815 Equipment, das ich jetzt gerade trage. Also ich sag mal, da gibt es natürlich Äxte, die machen doppelt so viel Schaden. Ohne Probleme sind auch, ich habe schon mal auf den Spielehandel geguckt, sind auch gar nicht teuer. Da gibt es natürlich einige, die noch ein paar andere Specials da nochmal dazu haben oder da auch nochmal deutlich drüber gehen. Noch die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen und vielleicht noch Leben zusätzlich rauben etc. Die sind dann natürlich schon noch ein bisschen teurer, aber ich sag mal so, die Äxte, die ungefähr, naja, vielleicht nicht ganz doppelt so viel Schaden machen wie meine, die liegen jetzt momentan bei ein, höchstens 2 Chaos. Also ich sag mal, da könnte man schon noch ein bisschen drauf pushen und dann wird sich dieser Schaden hier natürlich auch noch ein bisschen nach oben kalkulieren. Also von daher, diese Schadenswerte jetzt hier noch nicht so eng sehen. Also das ist auch die Blockchance, da wird sich ja auch noch was dazukommen. Mal gucken, was wir da noch für coole Schild. Also ich möchte ja gerne natürlich noch ein cooles Schild haben. Ich möchte gerne da auch ein Schild haben mit vielleicht viel mehr Rüstungsschutz, dass wir das da kriegen, weil diese ganzen Punkte, die jetzt hier die Blockchance erhöhen, die sorgen in der Regel auch dafür, dass die Werte des Schilds eben auch nochmal ordentlich nach oben gepusht werden. Und wenn ich mir das jetzt eben so in der aktuellen Fassung eben angucke, dann habe ich hier eine geschätzte Schadensminderung von 35%. Das möchte ich natürlich auch definitiv noch, wenn es geht, wenn es möglichst irgendwie geht, auch noch ein bisschen weiter nach oben treiben. Also da werden wir nochmal gucken. Ich arbeite zurzeit hier fläschchenmäßig mit einem Quecksilberfläschchen und mit dem Quarzfläschchen, um eben auch hier nochmal Angriffstreffern entgehen zu können oder Zaubertreffern entgehen zu können. Eine Lösung für die Zaubertreffer habe ich da noch nicht so ganz, aber ich denke mal, dass das eben auch noch so, dass sich das auch noch entwickeln wird. Ja, ja, ich glaube, das ist es jetzt erstmal. Also ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz, also wie gesagt, das ist so mein Plan, was die Fertigkeitspunkte angeht, was so die ganzen Gem-Konstellationen angeht, das ist jetzt so eine Frage, das wird sich jetzt auch in den nächsten, ja, in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem, wie schnell ich vorankomme, entscheiden. Ich denke mal, ich werde jetzt bei den Items, wir werden jetzt noch ein paar Maps laufen, wird dann eben gucken, was ich so an Items finde, so an besseren auch, und dass ich dann so diese ganze Konstellation, also interessant wäre jetzt vielleicht,
eine 6-Link-Rüstung. Das hängt aber ein bisschen davon ab, ob ich eben eine finde, also oder eine 5-Link. Wenn ich jetzt mal gucke im Spielerhandel, also wenn ich jetzt tatsächlich mal sagen würde, ich nehme jetzt hier tatsächlich diese Geschichte mit dazu, dann bräuchte ich ja 4 rote Fassungen und 2 grüne, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, 4 rote, 2 grüne, wenn ich das jetzt erstmal mit dazu nehme. Und wenn ich da mal gucke, ich weiß jetzt gar nicht, also ich will doch direkt mal ganz kurz gucken, wie da gerade so die Preise sind. So, ich gehe mal eben in den Spielerhandel. So, ziehen wir das mal hier rüber, wie da gerade so die Preise sind. Also die sind auch schon ziemlich gut gefallen, habe ich gesehen. Wir gucken jetzt hier einfach mal, also wir brauchen ja auf alle Fälle brauchen wir eine Körperrüstung. Dann, und wir möchten natürlich gerne, dass die 6 Verbindungen hat. So, und ich habe gesagt, wir brauchen dann 4 rote und wir brauchen 2 grüne Passungen. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir dann da so Schönes kriegen können. Wenn wir das so machen, also es sind sehr, sehr oft auch die Verderbten, da können wir natürlich, also wir jetzt ohne groß, da wir ja, wir haben ja noch nicht viele Sphären, dass ich jetzt großartig irgendwie sagen könnte, ich kann da wahnsinnig viel verändern, weil die Verderbten sind ja grundsätzlich nicht veränderbar, die sind ja nur über die Werkbank veränderbar, dann die Farben und dann auch nur, muss immer noch Wahlsphären mit reinfangen, Färbungssphären, das fehlt mir, ne? So, aber wenn ich jetzt mal hier gucke, also dann sind natürlich jetzt hier in dieser Konstellation, finde ich natürlich hier für 10 Chaos, für 5 Chaos und für 10 Chaos. Also ich sag mal, das sind natürlich vielleicht hier für 12 Chaos. Also das sollte ja eigentlich irgendwie hinzukriegen sein, da irgendwie so eine Rüstung in dem Bereich zu kriegen. Ich könnte natürlich auch theoretisch das jetzt hier mal weglassen. Ich glaube, eine Tabula Rasa, die liegen mittlerweile auch in dem Preisbereich. Ich muss direkt mal gucken. Ich glaube, die liegen mittlerweile auch in dem Preisbereich. So gut, hier sind jetzt, das sind natürlich jetzt andere Farben. Da könnte ich natürlich, ne, verderbt. Ich müsste mal gucken, wo nicht verderbt ist. Aber ich denke mal, die sind dann, die fangen dann später an. Ich glaube, Tabula Rasa, genau, hier für 7 könnte ich die kriegen. Ne? Das spielt das keine Rolle. Allerdings habe ich hier natürlich jetzt keine Verteidigungsmöglichkeiten mehr. Also das wäre mir jetzt die Variante nicht wert. Oder ich fange erstmal mit einer 5-Link an, um da einfach ein bisschen schneller zu sein. Also das muss ich mir noch überlegen, aber jetzt wird erstmal, weil es ja, es funktioniert ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie feststellen würde, ich habe jetzt schon große Schwierigkeiten und dann können wir da über diesen Weg, können wir da natürlich einfach mal schauen. Also sag mal, da geht so ein bisschen so die Reise jetzt hin von der Grundüberlegung und ich denke mal, dass bis jetzt bin ich da ganz positiv gestimmt, dass das auch so bleibt. Also ich war wirklich zwischendrin, aber das war ja wirklich dieser eine Punkt, den ich fälschlicherweise nicht gesetzt habe, der mir das echt ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Wie gesagt, nachdem ich den Punkt gesetzt hatte, überhaupt keine Probleme mehr. Ne? Hätte ich den so in Akt 7, 8 gesetzt, hätte ich gedacht, alles klar, läuft, hätte mir wahrscheinlich gar keine großen Gedanken gemacht, hätte ab und zu dann die Axt ausgetauscht und eben, was ich sonst noch so finde. Und dann wäre das auch durch gewesen. Das hat ja so Momente gegeben in Akt 9, wo ich dann dachte, das war so dieses Gefühl, wenn du denkst, wenn du den Eindruck hast, den kriegst du nicht gebacken, den musst du jetzt komplett umbauen und das ist natürlich so als Ligastarter, den komplett umzubauen, zu sagen, alle Korrekturpunkte, ich brauche dann 20 Korrekturpunkte und ich muss am besten auch die Aszendenz, was auch nochmal 20 Korrekturpunkte kostet, das wird ja nichts, ne? Da kann man eigentlich dann Ligastart, kann man eigentlich nur sagen, gut, man fängt nochmal neu an. Bin da ganz froh, dass ich das über diesen kleinen Punkt hier dann noch wieder hinbekommen habe. Wenn da irgendwie Fragen sind oder irgendwie noch Anregungen, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr gespielt habt, ob ihr das irgendwie anders spielt, wie ihr so zurechtkommt, wie euer Ligastart war, was ihr so plant, dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Das hier ist übrigens, also wenn ihr das angucken wollt, unten in der Videobeschreibung ist ja ein Link zu all meinen Chars. Das hier ist Hauke der Rabauke, wenn ihr euch den nochmal angucken wollt, da könnt ihr euch den angucken, da könnt ihr euch die Items, die ich dann jeweils gerade trage. Da könnt ihr euch die Gem-Konstellation, die ich ja dann irgendwie ändern werde, die könnt ihr euch angucken. Ihr könnt euch den Fertigkeitsbaum angucken. Das wird bestimmt auch noch nicht die letzte Version. Also wahrscheinlich werde ich da vielleicht noch ein bisschen Feintuning machen müssen. Und ja, mit dem rase ich jetzt ein bisschen, versuche ich ein bisschen durch die Maps zu rasen. Das wird jetzt so vom weiteren Ablauf. Das hat natürlich jetzt doch, was soll ich sagen, wenn es mal etwas länger dauert. Das hat jetzt doch natürlich alles ein bisschen länger gedauert, als ich das so mir gedacht habe. Und darum werde ich wohl, wird es noch ein paar Tage dauern, bis wir tatsächlich mit dem Liga-Let's Play anfangen. Also ich werde jetzt hier die nächsten 1, 2, 3 Abende wahrscheinlich mich mit dem mit den Maps hier beschäftigen. Dann werde ich mir mal eine Bildgrundlage für das Liga-Let's Play raussuchen. Und dann geht es dann auch, denke ich mal, los. Also ich denke mal, dass hier spätestens
ja, zum nächsten Wochenende die ersten Videos erwarten könnt, also spätestens. Und ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mich mal gerne wissen, ob so ein Video wie das hier am Anfang einer Liga interessant für euch ist oder eher nicht so. Oder ob euch das irgendwie anders gewünscht hättet. Ne? Das ist jetzt ja recht experimentell. Also ich halte euch hier auch bei dem nochmal wieder auf dem Laufenden, wenn ich ein Stückchen weitergekommen bin. Auch mal, was ich, ob ich noch was verändert habe, was ich dann gerade so für Konstellation trage, wie der sich schlägt. So solche Geschichten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.